Was mir auf diese Geschichte sehr angesprochen hat, das ist die Menschlichkeit. Und das war auch ganz der Zugang zu der Sache. Also der Konflikt mit einem Menschen, mit der Gesellschaft. Einem Menschen, der ist absolut überzeugt über Richtigkeit seiner Idee und ist bereit, auch sein Leben zu opfern. Also das ist sowieso, denke ich mir, eine der schwierigsten oder so, traurigsten Szene, wo der Jesus sich beklagt bei Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, das ist die stärkste Szene und das wollte ich gerne auch da, dieses Gefühl, was ich auch jetzt habe, also das wollte ich vermitteln. Die solistische Pantomime hat die Fähigkeit eben, unwahrscheinlich viele Personen darzustellen. Das reizt mich auch, muss ich sagen, also, weil ich springe von einer psychologischen Situation in andere. Ich hoffe, ich mache das so, dass die Leute eben kein Problem haben, also die ganze Fülle der Geschichte auch verstehen, sehen und ergänzen mit eigenen Erfahrungen. Ich habe erlebt, oft nach diesem eben tragischen Thema, dass die Leute lächeln, dass die mit einer so Zuversicht nach Hause gehen. Also so, die sind nicht deprimiert oder so. Die schöpfen Vitalität eben. Das habe ich wirklich sehr oft erlebt. Weinen, ja, so Tränen in den Augen, aber auch eine Art, eine Bestätigung, dass es geht weiter, dass es weitergeht.